Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. Warum auch immer. Ja, wir müssen ihn also davon überzeugen, dass wir sein Freund gewesen sind. Wie machen wir das? Ah, jetzt so ein Entwicklerkommentar, ne? Aber die helfen quasi gar nicht eigentlich. Also ist jetzt nicht so, dass man, wenn man keine Ahnung hat und dann den Entwicklerkommentar sich anhört, dass man dann weiß, was man tun muss. Nur manchmal. Okay, so. Wie Mr. Nimoy sagen würde, mein Werk hier ist getan. Damit rede ich doch nicht. Ja, aber mit mir. Bist du irre? Ich nehme die Uhr nicht mit. Manu, ich will auch nur die Kanone. Eine kleine Kanone, die aus der Uhr rausschaut. Unmöglich. Aber jetzt kann ich sie nicht nehmen. Ich glaube nicht, dass... Okay. Okay. Geraffeln, der Tresen, das Notizbuch. Okay, er will nicht mit uns reden. Oder wir wollen nicht mit ihm reden. Zu unserem Chef brauchen wir, glaube ich, auch nicht gehen. Können wir uns den Kaugummi... Vielleicht finden wir da einen Beweis. Extra süßes Kaugummi. Das steckt wohl in diesen Kapseln. Okay. Wüsste jetzt auch nicht, was wir da bringen sollen. Vielleicht Randalls Wohnung. Ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Videothek, die Taube. Ich glaube, hier will er nicht rein. Ne? Ich denke. Ah, warte mal. Vielleicht mit dem Penner reden. Wobei, er ist ja kein Penner, hat er gesagt. Ich glaube, das war genug Secondhand-Philosophie für einen Tag. Ach, Mann, oh. Dachte, weil der kennt ja auch Matt. Warte mal. Oder? Moment. Ich habe ja noch Matts Geldbeutel. Genau. Dann zeigen wir doch einfach dem netten Herrn Officer Murray Matts Brieftasche. Und dann weiß er ja, dass wir Freunde sind. Oh, wenn du verletzt bist, kannst du in Deckung gehen und Atem holen, um Gesundheit zu regenerieren. Okay, das ist sehr gut. Das ist wirklich gut zu wissen. Passiert mir oft, dass ich keine Gesundheit mehr habe beim Point-and-Click-Adventure. Okay, wir zeigen ihm jetzt einfach mal Matts Geldbeutel. Hier. Spinn ich? Oder ist das Matthew Griffins Brieftasche? Zeig mal her. Wo hast du die gefunden? Bei allem Respekt, Murray, darüber sollte ich lieber mit jemandem reden, der ein bisschen höher in der Befehlskette steht. Ich bin froh, dass du so denkst, Junge. Komm rein. Sachin Kramer mag Klugscheißer wie dich. Du bist jetzt sein Problem. Das Mist. War's? Ich kann rein? Ja, ich schätze, er wird dich dazu befragen. Aber fass nichts an. Sie wissen schon, mit wem Sie hier reden? Sicher. Deswegen sage ich es dir nochmal. Und jetzt geht das in Augen. Okay, so, wir sind jetzt, ja, in Metz Bude. Und dann sind wir mal gespannt, was hier passiert ist. Auf geht's. Hey, hat jemand die Ghostbusters gerufen? Oh Gott. Randall, da bist du ja. Was zur Hölle ist los? Wo ist Matt? Er ist bei den Cops in der Küche. Und was genau will die Polizei hier? Was glaubst du? Er hat's diesmal wirklich verbockt. Was für ein Arsch. Ich rede nie wieder mit ihm. Ist es noch schlimmer als damals, 2003, als er den legendären Messerkampf zwischen Schimpansen und Orang-Utans organisiert hat? Absolut. Echt? Vergiss nicht, dass einer der Affen die Typen von der Küstenwache gebissen hat und die dann alle Röteln bekommen haben.
Wenigstens sah es aus wie Röteln. Randall, dieses Mal hat Matt es wirklich geschafft, dass ich unsere Beziehung ernsthaft in Frage stelle. Oh, okay. Er hat's also wirklich getan? Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in sein Kühlomatic 9000 gesteckt? Noch nicht. Aber ich habe dauernd diese Albträume, in denen ich den Kühlschrank aufmache und er steht drin in Kryostase mit einem Zettel dran, auf dem steht: Ich will eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ja, das klingt nach ihm. Und ich hab's so satt. Ich will sowas nicht den Rest meines Lebens ertragen müssen. Naja, ist ja nicht ganz so lang, sondern nur bis er sich einfriert. Diese Maschinen-Zukunftssache ist wirklich ein großes Ding für ihn. Und damit meine ich wirklich jede Zukunft. Die, wo Maschinen Menschen als Batterien missbrauchen, die, wo man aus Menschen Soylent Green macht, die, wo Leute als Laborratten benutzt werden, du weißt schon, mit Portalen, Würfeln und Knüpfen. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich bin ein guter Mensch, ich habe das nicht verdient. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schaust dir sein Meisterwerk an? Ich muss über eine Menge nachdenken. Ist okay? Möchtest du vielleicht ein Teleskop entenbügeln? Vielleicht heitert er dich auf. Geh einfach in die Küche. Ich glaube, Matt braucht jetzt einen Freund und das mehr denn je. Okay, die Anspielungen manchmal sind auch so geil. Okay, wir könnten hier wahrscheinlich eine Menge drücken, aber er will das wahrscheinlich nicht. Dieses Sofa hat schon viel erlebt. Aber kümmern wir uns um Zukünftiges, nicht um die Vergangenheit. Hier auch geiles Poster. Shaun of the Dead, auch mega. Das Bild ist von Sally. Auch ziemlich fotogen. Okay, hier Bilder. Egal. Okay, gucken wir mal. Können wir irgendwie hier noch irgendwas machen? Irgendwas mitnehmen? Können wir natürlich nichts anfassen. Hallo? Die Straße. Na und? Achso. Ich dachte, er guckt sich das. Naja, egal. Okay, gut. Würde ich mal sagen, gehen wir in die Küche, wa? Gucken wir mal, was unser Freund da gezaubert hat. Was geht hier verfickt nochmal vor? Und wer zur Hölle bist du? Oh. Scheiße. Ja. Man nennt mich einfach Randall. Ich finde Hulk zwar besser, aber naja. Schau an, wen haben wir da? Einen Vollidioten, der sich für clever hält? Findest du dich etwa witzig? Ich bin wieder Zauberer des Lachens. Naja, nicht so lustig wie ein Sportler eine karrierebeendende Verletzung erleiden zu sehen, aber ich sehe das Leben trotzdem lieber von der Sonnenseite. Hakuna Matata, mein Freund. Hakuna Matata. Hakuna Schätze, Matata. Officer Murray hat dich hergeschickt, weil er dachte, du könntest eine Hilfe sein. Jetzt pass mal auf. Nur weil du irgendwie um diesen inkompetenten Barbecue-Liebhaber rumgewieselt bist, heißt das nicht, dass du dasselbe mit mir machen kannst. Du wirst meine Fragen beantworten oder ich brächte die Nase und sag einfach, du wurdest tätlich. Und ja, ich bin einer von diesen Cops. Kommen Sie, Sergeant Kramer. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Kümmere dich um deinen Scheiß, Ned. Fotos und Fingerabdrücke. Ich kümmere mich um diesen Punk. Und der wundert sich, wieso wir ihn nie anrufen, wenn alle was trinken gehen. Fick dich, Ned. Als wenn ich auch eure scheiß Mädchenpartys hätte, wo ihr Duftkerzen aus dem Bodyshop anmacht und euch gegenseitig die Intimzone enthaart, während ihr rumkichert und euch gegenseitig eure intimsten Geheimnisse anvertraut. Oh, jetzt versuchen Sie also der Spaßvogel zu sein, aber ich schätze, das Ding im Ofen ist die Leiche meines Freundes. Und trotzdem ist das, was ich gerade viel verstörender finde, die Tatsache, dass Sie so viel darüber wissen, was auf Pyjama-Partys abgeht. Hör genau zu, du Made. Du erzählst mir jetzt besser, wer du bist und was du hier machst. Oder du verbringst die Nacht in einer Zelle, wo du den schönen neuen Namen Susan bekommst. Deine Entscheidung. Ich bin Randall Hicks und das hier ist die Bude von meinem besten Freund. Ich bin hier, weil seine Freundin mich angerufen hat. Meine Lieblingsfarbe ist Orange, ich mag Frühlingsrollen und Regentage. Ich hasse Erbsen und Filme, die andere Filme kopieren. Und wenn ich eine Schildkröte finde, die auf dem Rücken in der Wüste liegt, würde ich sie wahrscheinlich essen, weil ich sicher hungrig vom vielen Wandern durch die Dünen bin. Zufrieden? Check dein Voidkampf, Kumpel. Ist alles wahr? Sie sind also Matt Griffins bester Freund, Mr. Hicks. Ist das Ihre endgültige Antwort? Ich frage nur, weil Mr. Griffin sie in seinem Abschiedsbrief erwähnt hat. Damit ist es also offiziell? Die Leiche da ist Matt? Seine Freundin hat die Leiche identifiziert. Sally? Aber sie hat mich doch angerufen. Ich habe doch mit ihr geredet und sie hat nie was von Tod gesagt. Das Mädchen ist ziemlich durch den Wind.
Sie weigert sich zu akzeptieren, dass ihr Freund tot ist. Das nennt man auch die Phase des Leugnens. Das weiß ich selber, Ned. Ist trotzdem das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Mädchen die Leiche ihres Freundes anschreit und ihm sagt, er soll die Sauerei selber wegmachen. Wenn ihr zwei mit Plaudern fertig seid, mach ich mal weiter mit der Befragung des Verdächtigen. Oh, wow, wow, Verdächtiger? Sie sagten doch gerade, es gab einen Abschiedsbrief. Ja, den gibt es. Aber um ehrlich zu sein, stehen Sie da in keinem guten Licht, Mr. Hicks. Ah, was genau steht denn drin? Sie würden wohl echt gern wissen, was Ihr bester Freund da über Sie geschrieben hat, was? Einfach um zu wissen, ob es Sie belastet oder nicht, hm? Hören Sie, Kumpel, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich war den ganzen Tag auf Arbeit. Und womit verdienen Sie Ihr Geld, Kumpel? Ich bin Kurier für Amazon Express. Wobei... Das kam jetzt etwas zögerlich, Söhnchen. Wird Emerson dein Alibi denn bestätigen? Hm. Ehrlich gesagt wurde ich heute Morgen gefeuert. Er hat mich halt rausgeworfen, aber das hatte hiermit nichts zu tun. Na sowas. Aus der Traum von den schönen Lederstiefeln mit den Fransen und Nieten. Hey, woher wissen Sie das? Na los, Schätzchen, raus damit. Was hast du getan, nachdem er dich gefeuert hat? Ich hab versucht, einen neuen Job zu finden. Ach ja? Wo? Naja. Ich habe bei den Marines versucht, Rettungsschwimmer werden. Oh, ja, ich habe selber schon versucht, das in all den Sexjobs, die ich so besuche, rauszukriegen, aber bisher hatte ich kein Glück. Interessant. Damit hätten wir Verdächtiger und Perverser. Oh, oh. Pervers? Hören Sie, Officer, ich weiß ja nicht, was Sie glauben, was in Sexjobs verkauft wird, aber ich helfe Ihnen mal. Wenn Sie Ihre Ehe auffrischen wollen, kaufen Sie Ihrer Frau ein Septamatic 9000. Und wenn Sie Single sind, besorgen Sie sich eine Gummipuppe. Sie sehen aus, als könnten Sie mindestens eins von beidem gebrauchen. Oh, sieh an, das Kätzchen zeigt ihre Krallen. Spiel nicht mit dem Feuer, Blödmann, sonst könnte es dich verbrennen. Okay, würde ich mal sagen, wir bleiben einfach mal Randall. Ja, Sir, tut mir leid. Besser, Kätzchen. Geil. Da ist Murray. Glaubst du, ich bin dein Liebhaber oder was? Was? Flüster mir nie wieder ins Ohr. Ja, Sir. Lass dich nicht so von ihm rumschubsen. Du hast dir mehr Respekt verdient nach dem, was du für die arme Ente im Park getan hast. Ladies, bitte. Einige Leute versuchen hier noch echte Polizeiarbeit zu machen. Und könntest du mir sagen, warum zur Hölle du die Brieftasche des Toten hattest? Wir sind Brieftaschenfreunde. Er hat sie mir gegeben, damit er nicht so viel Geld rauswirft. Komisch. Officer Murray hat mir gerade erzählt, es sei kein Geld drin. Das habe ich in meinem Apartment. Da ist es sicherer. Ich bin sowas wie seine persönliche Bank. Oh, dann müsstet ihr zwei ja sehr gute Freunde gewesen sein. Ich würde dir nicht einen einzigen Penny anvertrauen. Aber Idioten haben wohl eine gemeinsame Wellenlänge. Hey, jetzt reicht's langsam. Wenn Sie sich besser einen runterholen können, wenn Sie mich Susan nennen, ist das eine Sache. Dass Sie mit mir reden, als sei ich schwachsinnig, damit kann ich umgehen. Aber mein Freund ist noch in dem verdammten Ofen, also zeigen Sie etwas mehr Respekt. Warten Sie wenigstens, bis eine Leiche aufhört zu qualmen, Herrgott! Oh, tut mir so leid, wenn ich das Andenken an deine Freundin entehrt habe, meine liebe Susan. Ich habe sie zufällig auf dem Weg hierher gefunden. Oh, tut mir leid. So gelassen wie deine Miene ist, erwartest du wohl, dass ich dir das abkaufe? Jesus, Junge. Glaubst du, du hast hier immer noch Murray vor dir? Du kapierst es scheinbar nicht. Die Tatsache, dass du sonst mit Idioten sprichst, macht mich leider nicht zu einem. Also, wenn es dir nichts ausmacht, sag mir doch bitte, was verfickt nochmal machst du mit der Brieftasche des toten Typen hier? Mein Gott, habe ich doch schon gesagt. Ich habe sie auf der Straße gefunden. Und solange sie nicht das Gegenteil beweisen können, müssen sie es wohl leider glauben. Glückwunsch, Kleiner. Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich die Schnauze voll habe von deiner Visage. Fürs Erste. Tja, haben Sie was dagegen, wenn ich mir jetzt mal den Abschiedsbrief ansehe? Ich habe nichts dagegen, deine Angst zu riechen, wenn es das ist, was du meinst. Entspann dich, Junge. Dein Name steht drin, also hast du das Recht, den Brief zu lesen. Man könnte sagen, es war der letzte Wille des armen Bastards. Aber ich sag dir eins, als ich den Brief gelesen habe, drängte sich geradezu auf, dass Mr. Griffins bester Freund ihm die Freundin ausgespannt hat. Und das wirft kein gutes Licht auf dich, Mr. Hicks. Ich, naja,
So nahe standen wir uns nun auch wieder nicht. Wissen Sie, sein wahrer bester Freund ist so ein Junge aus Nepal. Also, die haben oft gechattet. Mit dem sollten Sie vielleicht zuerst reden. In Nepal. So schnell wie möglich. Glaub ja nicht, dass du vom Haken bist, Susan. Der Brief hängt da am Kühlschrank. Willst du ihn lesen? Nur zu. Aber ich hab dich im Auge. Hier auch schön mit der Hand von Game of Thrones. Mega gut. Gut, würde ich sagen, Abschiedsbrief.